Ich war bei Sascha Heuer in der neuen Scapers Lounge zu Gast und habe ein kleines Becken als Showtank dort vorbereitet, was dann zur Eröffnung bepflanzt werden wird. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und ich möchte dir in diesem Video einmal mein Showbecken zeigen, was ich vor kurzem bei Sascha Heuer in der neuen Scapers Lounge gescaped habe. Sascha hatte mich eingeladen, ich war zufällig in der Nähe und bin vorbeigekommen und habe schnell einen Scapers Tank 55 eingerichtet. Und der wird dann nämlich auch zur Eröffnungsfeier am 1.6. dieser neuen Galerie von mir noch bepflanzt werden und dann eben auch dauerhaft als Showtank dort zu sehen sein. Wenn ihr noch nicht wisst, von welchem Laden ich spreche von der neuen Scapers Lounge. Die Adresse blende ich euch einmal ein. Die Eröffnungsfeier ist am 1.6.2019. Ich werde vor Ort sein und das Becken halt noch einrichten und dann natürlich auch für eure Fragen zur Verfügung stehen oder generell einfach zum Quatschen dort sein. Wie schon gesagt, wir haben als Becken einen Dennerless Scapers Tank benutzt. Der sollte noch eingerichtet werden und da habe ich mir überlegt, da könnte man noch was Schönes drin machen. Als Unterbau bzw. als Bodengrund kommt hier komplett JBL zum Einsatz. Also JBL Volcano Mineral als Unterbau, wie üblich. Und in dem Fall auch tatsächlich das JBL Plant Soil in Braun bzw. in Dunkel. Das ist also die dunkelste Soilfarbe, die JBL anbietet. Funktioniert in dem Fall wirklich sehr, sehr gut als optische Ergänzung zu dem Holz und den Steinen, die wir verwendet haben. Und als Holz, und das fand ich sehr, sehr interessant, kommt nämlich Liane zum Einsatz. Ein Holz, was ich selber bisher noch gar nicht benutzt habe, was Sascha aber tatsächlich schon für einige seiner Scapes benutzt hatte und wovon es eben noch ein paar Überreste im Laden gab, die ich dann hierfür genommen habe, um damit eigentlich klassisches Nature Aquarium einzurichten, aber einfach mit einem Holz, was bisher noch nicht so häufig benutzt wurde. Ergänzend dazu, als Steine haben wir Mondgestein benutzt. Das ist zumindest das, wie das Gestein angeboten wird. Ich kann euch nicht genau sagen, was es ist. Es ist optisch so eine Kombination aus Lava und Drachenstein. Das ist ein bisschen feiner gelöchert als Drachenstein, aber gröber als Lavastein. Also irgendwas so in der Mitte. Sieht eigentlich ganz interessant aus und passt in dem Fall auch farblich gut zum Soil und gut zum Holz, weshalb wir uns dafür entschieden haben, das hier zu benutzen. Sascha hat mir dann natürlich auch noch geholfen. Ich habe das nicht ganz alleine gemacht, sondern er hat natürlich auch noch ein bisschen was am Holz rumgelegt. Er hat noch ein bisschen was an Steinen rumgelegt. Danach haben wir das Ganze auch noch vernünftig verklebt, weil Liane ist durchaus recht leicht und muss in dem Fall auf jeden Fall verklebt werden. Wir haben diesmal tatsächlich nicht mit Zigarettenfiltern gearbeitet, nur an einer einzigen Stelle, weil da musste der Winkel noch korrigiert werden und es musste sehr schnell kleben. Da das Becken jetzt aber erstmal noch einige Tage und Wochen so stehen bleiben wird, bevor es bepflanzt wird, haben wir da mal mit dem JBL Pro Haru Universal gearbeitet. Also mit dem Kleber, der nicht wie ein Sekundenkleber sofort klebt, sondern dieser Kleber ist mehr so eine Art Silikon- oder Montagekleber von der Konsistenz her. Und der braucht tatsächlich 24 Stunden zum Durchtrocknen. Das heißt, wenn ihr den benutzt, damit könnt ihr auch ohne Zigarettenfilter wunderbar Steine aneinander kleben, Holz aneinander kleben. Das hält alles sehr gut, muss aber eben lange trocknen und lange in Ruhe dort stehen bleiben können, bis es dann wirklich getrocknet ist. Das Licht in dem Fall ist eine Shihiros RGB, nicht die WRGB, sondern noch die alte RGB, weil wir die sehr hoch setzen konnten darüber, da einige der Holzstücke rausragen und das Becken auch einen Immersenteil bekommt. Wird, brauchen wir da einfach ein bisschen Platz und haben uns für diese Beleuchtung entschieden. Als Filter würde ich persönlich für so ein Becken ein JBL E702 benutzen. Der 402 wird wahrscheinlich auch funktionieren von der Strömung her, hat dann halt eine sehr schwache Strömung. Der 702 ist eventuell schon so ein bisschen kräftig. Das kommt aber natürlich darauf an, was für Ein- und Ausläufe da verwendet werden. Da haben wir uns auch noch nicht entschieden. Man könnte da eine Lilypipe benutzen, man könnte auch eine Spinpipe benutzen, um die Strömung ein bisschen runterzufahren. Das werden wir einfach schauen, was da am sinnvollsten sein wird. Als Bepflanzung stelle ich mir da schon viele Aufsitzerpflanzen vor. Wahrscheinlich wieder so ein Mikrosorum Teropus Trident für den Hintergrund. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Bodendecker setzen würde. Eventuell würde ich mehr so in die Richtung Kryptokorynen gehen, Kryptokoryne Pava, Kryptokoryne Pygmäa vielleicht für vorne so ein bisschen. Eventuell sowas in Richtung Massilea, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Halt so ein klassischer Nature Aquarium Look, nicht so extrem High-End, weil ja auch die Lampe wirklich sehr weit oben sitzt und deshalb nicht allzu viel Licht unten ankommt. Aber schon, dass vorne so ein bisschen was wächst. Aber ich glaube, gerade mit Kryptos könnte man da vorne viel machen. Etwas, was wir aber auf jeden Fall machen wollten, ist, über eine der Lianen, die rausragen aus dem Becken, werden wir Monte Carlo wachsen lassen. Sodass das dann nämlich auch im Laufe der Zeit so runterhängt über diese Liane und damit natürlich nochmal viel stärker so ein Dschungel Look erzeugt. Auf die anderen Hölzer werden natürlich auch Moose kommen, dass das auch bemoost wird und damit haben wir dann ein fertiges, hübsches Nature Aquarium und das ist vielleicht für dich auch eine schöne Inspiration, wenn du so einen Scapers Tank einmal einrichten möchtest.
Ein Satz zum Skatepass-Tank noch. Wir haben das ganze Becken umgedreht. Denn ich persönlich bin ja kein Freund von diesen gerundeten Ecken. Das ist nämlich gerade zum Fotografieren und Filmen sehr, sehr schwierig, weil das super stark verzerrt. Wir haben das Becken einfach umgedreht. Auf der Rückseite ist die Scheibe nämlich kantig verklebt, so wie ich mir das vorstelle normalerweise. Und das hat tatsächlich noch einen weiteren Vorteil. Einerseits haben wir jetzt von vorne den kantigeren Look, der besser ist zum Filmen und Fotografieren. Und wir haben hinten, wenn wir in das Becken reinschauen, keine Streben, die wir sehen, weil ja jetzt hinten die abgerundeten Kanten sind. Und das ist eigentlich die Variante, wie ich dieses Becken immer aufstellen würde. Kannst du vielleicht auch einmal ausprobieren, wenn dich die runden Ecken vielleicht auch mal gestört haben.